Der Kastellplatz in der Innenstadt von Moers. An drei Tagen im Jahr findet hier das Streetfood-Festival statt. 28 zu Imbissbuden verbaute Trucks bieten hier Köstlichkeiten an. Unter den Besuchern ist auch Influencer und Foodtester Markus Grimm. Willkommen in Moers, meiner Heimatstadt. Ich bin Markus Grimm und durfte mich letztens erst hier ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Ich bin gespannt, was ich auf dem Street Food und Music Festival in mein kleines kulinarisches goldenes Büchlein eintrage. Ich gehe mal auf Entdeckungsreise. Seit drei Jahren testet Markus Grimm Essen für seine Anhänger in den sozialen Medien. Seine Testreihe startet er heute in Portugal. Schönen guten Abend, herzlich willkommen auf dem Platz. Also wir zaubern hier im Moment die besten Gambas. Und das mag daran liegen, dass die anderen keine haben oder wir die perfekte Soße dazu. Also vielleicht kommt ihr etwas näher und nehmt euch ein bisschen was mit Brot und Soße. Das lässt sich Markus Grimm nicht zweimal sagen. Diese Auswahl hier ist so, da wird man ja komplett satt. Ich werde mich allerdings wirklich auf diese Gambas erstmal konzentrieren, denn die habe ich schon gehört, als ich hier angelaufen bin. Er posaunte rum, es sind die besten Gambas. Er meint natürlich auch, weil kein anderer welche hat, aber ich bin gespannt. Die Soße wird heiß angepriesen, die Gambas werden heiß angepriesen und vielleicht muss ich danach doch noch dieses unfassbare Schnitzel probieren. Beides sieht verlockend aus. So, mein Lieber, ich nehme einmal die Gambas und ich nehme so ein Schnitzelbrötchen, weil... Du weißt schon, dass die Gambasoße in Zukunft die maximale Höhe erreicht. Die Messlatte ist dann echt schwierig zu übertreffen. Risiko. Ja, gut. Machen wir. Ich gehe das Risiko ein. Habt ihr schon mal jemanden erlebt, der so von sich überzeugt ist? Ich glaube, da lebt jemand sein Produkt. Ich bin gespannt. Markus Grimm will wissen, wie der redselige Portugiese in den Foodtruck kam. Seit wann machst du das? Keine Ahnung, ich mache Gastronomie seit 30 Jahren und Corona hat mir gesagt, wir brauchen einen Foodtruck. Und jetzt bin ich da. Und jetzt werdet ihr mich nicht mehr so schnell los. So, das macht im Restaurant auch viel Freude und ich mache das genauso mit Leidenschaft da. Und hier ist das nochmal ein Ticken anders, weil meine Sprüche nicht langsam langweilig werden. Dieser Typ macht einfach optisch schon auf sich aufmerksam und dann hat er noch so ein feines Stimmchen dazu. Und wenn jetzt noch das Produkt stimmt. So, guck mal, was jetzt kommt. Was ist das für ein Schnitzel? Was passiert damit? Wir legen das Schweinefleisch in Lorbeer, Knoblauch, Weißwein, Chili, Paprika, Paste und Lorbeer von einem Tag auf den anderen. Und dann servieren wir das, nachdem wir das in Schmalz und Olivenöl gekocht haben, in diesem Ciabatta-Brot. Und die meisten kriegen danach das Lachen nicht mehr aus dem Gesicht. Ja? Also, Entschuldigung dafür. Ich wünsche euch viel Spaß damit, guten Appetit und bis recht bald. Krabbeltaschen für dich. Aber Moment, mein Freund, ich muss auch noch bezahlen. Ja, so, ja, was bekommst du denn für diese... Für ein 20er-Paket. Ein 20er-Paket. Dankeschön. Warte mal, du hast mir 10er zu viel gegeben. So läuft das nicht. Also passt auf euch auf, bleibt schön gesund, guten Appetit, viel Spaß auf dem Platz und vielleicht sehen wir uns ja morgen wieder. Ehrlich ist er auch noch. Noch ein Pluspunkt. Nun ab zum Essen und Bewerten. Von 1 ungenießbar bis 10 herausragend. Wie wohl die Gambas abschneiden? Wenn man in Deutschland von einem Schnitzelbrötchen redet, dann erwartet man ja eher irgendetwas in krosser Panade. Das hier ist eingelegt in Weißwein. Die Liste war unendlich lang und ich bin sehr gespannt. Ich glaube, ich sollte tatsächlich damit anfangen, weil damit versorgt man sich, glaube ich, nicht nur die Finger, sondern auch erstmal geschmacklich den Gaumen. Denn das sieht sehr geschmacksintensiv aus. Los geht's. Dieser Mann hat nicht zu viel versprochen, was den Geschmack angeht. Ich kann das gar nicht klar zuordnen, weil das geschmacklich wirklich in die verschiedensten Richtungen schießt. Man merkt auf jeden Fall den Weißwein. Es ist für mich leider Gottes einfach zu viel Brot. Es ist leider Gottes sehr, sehr trocken, weil das Fleisch halt auch sehr dünn ist. Wenn man an ein Stück mit Fleisch richtig herankommt, dann entfalten sich diese feinen Aromen. Ich könnte mir das auch einfach nur so auf einem Teller mit zwei Scheiben Zitrone vorstellen. Dann würde ich es wegatmen. So ist es ein bisschen trocken und dann ja auch leider mit der Soße.
ich weiß noch nicht genau, was ich davon halte. Aber das Fleisch, ich muss an dieses Fleisch ran. Das schmeckt schon mal. Weiter geht's mit dem zweiten Gericht, den Gambas. Widmen wir uns jetzt mal seinen vielgepriesenen Gambas. Das Schlimme ist, man muss poolen. So viel Arbeit auf einem Streetfood-Festival. Arbeit, die sich lohnen kann. Mit der richtigen Technik. Die spezielle Technik beim Poolen nennt sich Glück. Mal hat man Glück und bekommt wirklich sehr viel in die Hand, mal nicht. Das ist ein schönes Stück. Und wie schmeckt sie nun, die Soße aller Soßen? Ich habe keine Ahnung, was in dieser Soße drin ist. Aber er hat nicht so viel versprochen. Diese Soße ist der Oberknaller. Die kommt erst sehr mild um die Ecke, legt sich geschmeidig um die Gambas, macht total viel Spaß. Und dann plötzlich kickt da eine Schärfe rein, die dir so ein bisschen die Schuhe auszieht. Das ist schön. Mehr Schärfe. Sehr lecker. Auf zum Fazit. Ob das Feedback dem Imbissbudenbesitzer die Sprache verschlägt? So, ich bin noch mal kurz bei dir, um dir ein Fazit zu geben. Auf einem Streetfood-Festival in seiner Heimatstadt Moers testet sich Influencer Markus Grimm kulinarisch einmal um die Welt. Gerade hat er Garnelen und eine Schnitzelsemmel auf portugiesische Art probiert. Zeit für ein Feedback. So, ich bin noch mal kurz bei dir, um dir ein Fazit zu geben. Du hast null gelogen. Diese Soße ist der Oberhammer. Ich will wissen, was da drin ist, aber das kannst du mir auch insgeheim verraten. Und ich muss wirklich sagen, diese Garnelen sind so geschmacksintensiv. Die Soße legt sich erst geil um die Gambas und dann kickt sie dir aber noch mal richtig in den Hintern, weil da eine Schärfe rauskommt, wo du denkst, was ist das? Ja, was ist das? Was passiert hier? Datenschutz. Kann ich nicht drüber reden. Ja, dann lass uns aber noch darüber reden, ja, ja. Weil damit habe ich ein Problem. Was? Erzähl. Dein Schnitzel ist mega geil. Das Ding einfach so auf einem Teller mit zwei Scheiben Zitrone ab dafür. Dieser Berg an Brot, der macht das so trocken, das hat das Fleisch nicht verdient. Und deine Marinade hat es nicht verdient. Okay. Ne, weil das einfach dieses Fleisch und was du da gemacht hast, diese lange Liste an Marinade, das wirkt für sich alleine. Warum legst du nicht einfach dieses Schnitzel, was ja auch optisch geil aussieht, wenn du es aus deinem Topf ziehst, leg das mit zwei Scheiben Zitrone und einer Scheibe Brot auf den Teller und du bist ein Gewinner. Aber ich mach's authentisch, weißt du so, es ist tatsächlich, ich erwische nicht jeden. Ich kann nicht jeden erwischen. Es ist nur im Verhältnis zum Fleisch, zu dem, was du, weißt du, die Geschichte, die du mir erzählst, mit all dem, wie du es mariniert hast. Ich komm, ich bin klar. Ich habe auch das Fleisch einfach so probiert und dachte, ich liebe diesen Typen in der Kombination mit den Gambas. Was ist das? So, jetzt werde ich euch nicht mehr los, ja? Das eh nicht, aber von der Bewertung her, für diese Gambas mit dieser Soße, kriegst du eine glatte 10 von 10. Ja, danke schön. Ich weiß, das ist authentisch, aber dafür kann ich nur eine 7 von 10 geben. 7 ist doch geil. Weil dieses Fleisch und alles, was du dazu gesagt hast, ist nicht gelogen. Euch noch viel Spaß hier auf dem Platz. Herzlich willkommen und bis nächstes Jahr, oder? Danke schön. Auf jeden Fall. Ciao. Ich meine, der Typ in diesem Wagen hat den Mund so vollgenommen wie seine Gambaschale, die er mir präsentiert hat. Und er hat nicht gelogen. Und das mag ich, wenn du kein leeres Versprechen bekommst, sondern hinter diesem Versprechen auch wirklich etwas hinter sitzt. Von Portugal geht es für Markus Grimm weiter nach Indonesien. Hier nur ein paar Meter entfernt. Nach diesem Feuer der Garnelen brauche ich jetzt mal kurz eine Abkühlung für den Gaumen. Und ich habe da was entdeckt, was mir Hoffnung macht, und zwar Ice Rolls. Also, probieren wir es mal. Ein Trend aus Asien. Eis mal nicht als Kugel, sondern gerollt. Hi! Das ist ja total süß hier unten für die kleinen Gäste und für den neugierigen Markus, der doch mal gucken muss, was hier so geht. Hi! Das sieht ganz schön kalt aus. Das ist es auch tatsächlich, ja. Ihr macht also diese berühmt-berüchtigten Ice Rolls. Genau, ja? Richtig. Ich habe nämlich gerade absolutes Garnelenfeuerwerk hinter mir. Ich brauche jetzt eine Abkühlung. Deswegen, sehr gern. Ich folge gern deiner Empfehlung. Mach mir was Schönes. Ich freue mich drauf. Soll ich dir den Bestseller machen? Mach mir den Bestseller. Erdbeerschoko? Und zwar nicht aus der Konserve, sondern mit frischen Zutaten.
ist flüssiges Vanilleeis. Und dann kommen halt die jeweiligen Zutaten, die werden dann zusammengemischt, gleich ausgestrichen. Dann friert das fest und dann rolle ich das aus. Das ist schon das Geheimnis. Und jetzt wird zerhackt hier. Genau. Muss ja erstmal alles klein gemacht werden, ne? Auf der Eisplatte gefriert die Flüssigkeit bei minus 30 Grad Celsius innerhalb kurzer Zeit. Die Zutaten hingegen bleiben frisch. Das haben wir auf Bali entdeckt und haben wir gesagt, das muss mit zum Streetfood Festival nach Deutschland. Ah, jetzt noch Sößchen drüber? Genau, Erdbeer, Schoko, ne? Das sieht mega aus, genau. Das nehme ich gerne. Und du sagst mir bitte den Preis eures Bestsellers. Der kostet 6,50 Euro. Finde ich für so einen randvollen Becher vollkommen okay. Dankeschön. So, Geld verpackt, meine Ice Rolls in der Hand. Wir gehen probieren und wir sehen uns gleich wieder, denn dann gibt es noch ein kleines Fazit. Markus Grimm möchte die Ice Rolls aber nicht allein testen und sucht deshalb Mitesser. Ha, ich sehe, hier ist gerade jemand fertig geworden. Ich fange jetzt mal an. Ich geselle mich mal dazu, okay? Tu das. Ich bin gespannt. Darf ich dir ein Röhrchen rübergeben? Weiß. Warte. Oh, warte, oh, das ist aber eine sehr verklebte Rolle. Bitte schön. Dankeschön. Zu zweit schmeckt's doppelt gut. Oder etwa nicht? Aber wenn man auf Diät ist, so wie ich jetzt gerade, macht das überhaupt keinen Sinn. Wir sind doch alle andauernd mal auf Diät, genau. Wenn man sich traut, reinzubeißen auch und zu kauen, hat das Ganze noch eine schöne Struktur durch die Schokolade und die frische Erdbeere, die verarbeitet wurde. Richtig. Wenn ich einen Wrap haben will, dann hole ich mir einen Wrap. Also du magst eher wirklich ein Eis als Soft-Eis, ja, richtig genau. Cremig, dieses Gefühl im Mund von einem richtig cremigen Soft-Eis. Ja, genau. Markus Grimm hat für sich ebenfalls genug Eindrücke gesammelt. Zeit für eine Bewertung von 1 bis zur Höchstpunktzahl 10. Spannendes Konzept. Das Team verdient ein ehrliches Fazit und dir wünsche ich noch einen schönen Tag. Ja, danke und auch so. Lass uns heute unsere Diät vergessen. Genau, so ungefähr. Danke. Da bin ich wieder. Du guckst so angstvoll. Warum? Du musst keine Angst vor mir haben. So böse bin ich gar nicht. Ich komme mal zu dir hochgekrabbelt. Ich habe von diesem Trend ja gehört, es gibt es ja schon länger mittlerweile. Ich bin bisher noch nicht in das Vergnügen gekommen, weil ich halt hier aus so einem kleinen Dorf komme, wo es halt eher klassische Eisdielen gibt. Mhm. Ich finde das mega cool. Für mich ist es aber tatsächlich so, als wäre das die Glasur von einem Eis vom Geschmack her. Weißt du, durch dieses, weil das so dieses Crispige hat, wie so ein Überzug, wo dann eigentlich noch so eine Kugel Vanille drunter sein könnte. Schön mit den Früchten, schön mit der Schokolade. Das Tolle ist durch die Art und Weise, wie du da zubereitest, wie du es gerade wieder tust. Das dient ja auch zur Aggressionsbewältigung, ne? Ein bisschen im Studio mit reinbringen, ein bisschen Training. Aber dadurch hat man in der Struktur halt auch wirklich diesen schönen, natürlichen Biss, der sich unterschiedlich verteilt, ja, weil es halt echte Handarbeit ist. Das heißt, mal hast du wirklich diese fruchtigen Stücke, dann hast du diesen Schokobiss. Ich finde, das ist für ein Dessert auf einem Streetfood Festival eine willkommene Abwechslung und bekommt von mir eine 7 von 10 dafür, dass du wirklich mit dieser Leidenschaft und frischen Früchten. Und ich mag die Geschichten, die dahinter stecken. Weil wir Menschen sind doch seit Anbeginn der Zeit Entdecker. Also viel Erfolg. Dankeschön. Nach dreimal Essen auf die Hand ist Markus Grimm auch richtig satt. Und auch zufrieden? Fassen wir das Genossene mal kurz zusammen. Weniger ist manchmal mehr und das gilt für dieses geniale Schnitzel, was sich in dem Ciabatta versteckt hat. Dieses Schnitzel für sich alleine wäre eine unfassbare Geschmacksexplosion gewesen. Und Geschmacksexplosion, das waren die Gambas. Eine glatte 10 von 10 und diese Schärfe blieb so lange im Mund, dass mir selbst Seifenblasen nicht helfen konnten. Aber die Ice Roll, das hat so gut gekühlt gerade und man sieht einfach, wenn jemand für seine Idee brennt, weil, wie gesagt, sehr viel mehr dahinter steckt, als einfach nur zu sagen, ich mache jetzt. Denn man muss am Ende auch wirklich machen. Und ich glaube, was ich jetzt mache, ist, ich schaue mich noch mal ein bisschen um und wir sehen uns wieder.